Bond Level reached. Darius und Ben. They know each other well enough at this point that we can have them train as a pair for additional tactical capabilities. Ja, klar, warum nicht? Quack and the Line. Im Englisch ist das auch lustig. Schon angenommen. The results of our breakthrough were quite fascinating. Okay, wir haben jetzt plus 1 Damage of Shotguns in dem Run, das ist ziemlich nice. Brauchen wir Resistance Communication. Das ist meiner Meinung nach ziemlich wichtig. Sonst lümmelt man so lang rum. Ah, da kommen wir jetzt in das. Wir kommen jetzt zu unserem. Unterstützungsfraktion. Haben wir ja gestern auch schon gesehen. View Mission. Wir kriegen einen Scientist, Round the Room with the Reapers. Wir kriegen also die Reaper als erstes. Weil ich glaube, die kriegst du immer als erstes, wenn du es nicht extra umstellst. Wir sollten aber jetzt das bisschen mehr aufteilen. So, das Squad sieht damit eigentlich ganz gut aus. Shotgun. Brauchen wir irgendwie nicht. Sniper brauche ich, glaube ich, nicht bei sowas, oder? Auf geht's. Dann bin ich Chris' Wunsch, dass er dick sein muss, sogar ein bisschen nachgekommen, ne? Der hat jetzt eine relativ dick aussehende Panzerung. Oder Bubli, oder wie man das nennen will. Wie gesagt, du kannst ja auch sehr gerne meine Mod-Sammlung als Grundlage nehmen, ne? Ich habe die in den... Ich habe die in den Vorschläge-Dingens als Link geteilt. Alle Mods, die ich jetzt drauf hatte, die jetzt funktionieren auch. Bei mir zumindest mit dem Advanced Mod Loader. Das weiß ich schon. What? Uploading the coordinates to the rendezvous point now. We've plotted the most direct route there. We don't know much about the skirmisher contact you'll be meeting other than... Das war noch relativ einfach. Wir mussten bloß ein bisschen aufpassen. Und dann auf die Leute schießen. Ich bin ein bisschen erschöpft. Ja, die Mechanik weiß ich inzwischen schon. In the cold, harsh world that was waiting for us out there. We rely on stealth and long-range attacks. Es ist gut, dass er noch redet, während eigentlich der Scientist reden soll. Damaged and dormant all these years. These devices still emit trace elements of unstable radiation. I cannot fathom what they were like in their original function. We were there, Doctor. You're better off having missed it. Da haben wir doch mal hier schon. Jetzt habe ich meinen Bondmate nicht zusammengenommen. Ne? Das ist natürlich bis nicht so schlau. Ich habe ja eigentlich mit Thorn und freundschaftliche Beziehungen angefangen jetzt. No more time for regrets. We are not alone. Those things, they still look like people. What was human died years ago. Only the taint of the aliens survives now. Where there is one, more will follow. You must not hesitate to destroy them. These creatures' DNA has mutated well beyond what we would classify as human. Perhaps the result of long-term exposure to the alien radiation from those pods. Though why anyone would subject themselves to that, I cannot imagine. When the governments fell, millions starved. Many fled to cities such as this to scavenge for food. They did not heed the warnings. Was ist denn das hier für ein Ausrufezeichen? Okay, j'y vais. Ach so, wenn ich Pots triggere, ist das Ausrufezeichen dann. Wobei, es sind glaube ich nicht mehr ganz so heftig wie bei XCOM 1. Hier reagieren die auch, wenn sie vorher schon, also ohne dass sie triggern muss. Bei XCOM 1 waren die ja, wenn du die nicht triggerst, stehen die einfach nur random rum.
As you can see, they fall easily. If we are careful with our shots, we will prevail. 84%. Gib ihm, John. Räum erstmal hier richtig auf. Erster Einsatz, erstmal alles platt machen, was hier rumsteht. Sehr schön. Und noch nachladen. Einmal 4 Schüsse abgegeben und nachgeladen. Guter Schüler, guter Schüler. Tut mir leid, John, du bist leider nicht mehr, oder unter Umständen nicht mehr derjenige, der für die groben Sachen zuständig ist. Also, jetzt habe ich die nächste Gruppe rangeholt. Ach, dammit. Dass sie die gleiche Sichtweite haben wie man selber, ist ein bisschen fies. Und vor allem, dass ich die getriggert habe, direkt bevor die dran sind, ist ein bisschen blöd. Guten Tag. My people have encountered these beings before. At first, they may appear mindless, but they hear quite well. In great numbers. Wir müssen mal kurz. Wie viele waren das jetzt? Genug erwartet. 95. Also ich glaube, ich habe eine sehr gute Trefferwahrscheinlichkeit als. Das ist ziemlich nice. Gehen wir mal nochmal hier mit ihr ein bisschen scouten. Ob wir unten einfach durchlaufen können? Ah, das sind nur 3. Ja, ist schon halt so, wa? Okay, Spurs! An entire city of our own people. Left to turn into these things. Yes. All we can offer them now is a merciful death. Ça devrait pouvoir se faire. Viens par là. Dieu. Legen wir endlich los. Suche gerade möglichst so halb gemeinsam über die Karte zu laufen. 67er Hit. Ach schon. Mit den Reaktionsschüssen muss man noch ein bisschen arbeiten, ob das da, was da klappt und nicht klappt. Willst du noch mehr? Scanne Gebiet. Not revealed. Aber wahrscheinlich jetzt. Ja, war klar. Der zweite Schuss ist nahezu niemals unrevealed. Mit der Claimer kann ich mir noch nie so richtig viel anfangen von denen, da die Claimer auch nicht durch Gegner, die durchlaufen, ausgelöst wird. They have no cause, no fear. They simply exist. If we do not defeat the aliens soon, we will become little more than they are. As you order, Commander. Oh, da sind auch noch mehr. Das sind jetzt ein paar mehr. It looks like these things don't want to make it easy for you. We will make it your pet advent in time. Das ist jetzt schon ein paar mehr. Ich glaube, hier habe ich schon die besten Chancen zu treffen. Mit 95%. One of many. No compromises. I have almost no ammo. Ja, ich weiß, dass ich gleich nachladen muss, meine Dame. Ist mir bewusst. Die Lost automatisch das Nachladen echt gut, ja, das ist korrekt. Dies ist korrekt. Aber ich habe noch keine Autoloader. Das sind diese Mods, die du looten musst. Was sind die hier hingefallen hier drüben oder was ist mit dem passiert? Ah,
Ah, die werden erschossen, deswegen lagen die. Deswegen lagen die schon. Bin aggressiv. Selber herstellen? Moment, die konnte man im ursprünglichen XCOM 2 nicht selber herstellen. Also ich konnte immer nur looten. Meiner Meinung nach. Biological readings in your general area are clear. No more creatures on approach. For now. Then let's not linger here. Head to the evac coordinates now. Oder? Nö, genau, den kannst du nämlich in einfach nur XCOM 2 kannst du die nicht herstellen, dann musst du die mal finden. Das war dann schon einer deiner Mets. Nee, wir sind vor dem Swarm weg. Second squad is already en route to Mox. Proceed to the rendezvous and await their arrival. Oh, we'll be there. Bei mir wäre es Xan, immerhin ist das eine deiner Mods. Was? Oh, wow. Der hat einen Moment gedauert. Hätte schon gestern auch 2 Minuten gebraucht. Lustig, was? Die laufen in der Luft? Was hab ich denn für Jesus, Leute, hier? Da ist, glaube ich, irgendwas mit meinen Mods schief gelaufen. ja. Die sind alle in der Luft. Soll ich das abbrechen? Kenn ich schon. Anscheinend darf ich das abbrechen. Funktioniert denn der Rest der Mission oder stehe ich einfach in der Luft? Something tells me this city still has a few more surprises to throw our way. Surprises are the least of our worries today. It is these Reapers of yours that are of true concern. Wow, Mox. Ja, Ballpub and Move Order, ja. The fuck? We retain all that we were and our prowess in battle serves us well in our cause. Ich dachte gerade kurz, müssen wir jetzt mit einer Person durch die Mission? Dann habe ich Tab gedrückt. Chris und Franz Josef, ihr seid ja ein paar Spezialisten, ey. Die haben auch einen realistisch auf jeden Fall. Oh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Feind rückt aus. Das ist aber doch gar nicht. Ist das echt meine Parcel-Mod, die jetzt hier irgendwie was anderes generiert hat, aber weil das eine geskriptete Mission ist, hast du hier, glaube ich, immer die gleiche Umgebung? Und deswegen ist das hier anders gelaufen, als es eigentlich gewünscht war vom Spiel? Vom Spawn her? So sieht es ein bisschen aus. Don't remember seeing these things before. You were not meant to. Purifiers were created with a singular purpose, to contain the top 10, the lost. We must eliminate this patrol quickly before others arrive. Fine by me. Take them down. Kein Problem, Boss. What? Wieso wurden jetzt mein Discord groß gemacht? Ohne ich da drauf geklickt habe. Was soll denn das sein? So, Chris muss jetzt mal hier auf Overwatch gehen, damit ich es einfach ranlubbeln können. Wo kannst du dich hingrabbeln? Du kannst dich bis hier hingrabbeln. Magst Mox Stimme im Deutschen mehr?
Justice. Ich will die, glaube ich, nicht rangrabbeln, weil die können erstmal immer 4 Damage und nie 5. Auch wenn ich, weil er 0% Crit jetzt. Oh Mist. Weiß nicht, ich mag, glaube ich, die englische Stimme auch ganz gerne. Ja, das war ein 14% Hit, das war ein bisschen weit weg. Ach, er kommt aber ran zum Feuern, scheiße. Der wird jetzt Chris verbrennen, wa? Oder Mox oben. Der Mox, glaube ich, nicht mal getroffen. Oder? Sieht es mir nicht so aus. Trotz AOE-Fähigkeit treffen die Mox nicht. What? Okay. Kommt er jetzt da raus noch? Moment mal. Was denn das? What the fuck? Ich gehe halt auf Overwatch. Wie viel Damage mache ich? 5 bis 7. Oh, 95. Und dann hier, gib ihm. Zack. You weren't kidding when you said those tanks could explode. Careful with these things. We don't need to take any unnecessary chances. Natürlich. Ja, das war schon immer von denen. Das stimmt. Das ist einfach deaktiviert. Unser Mann. Einfach deaktiviert dort oben drin. Wenn ich dann nicht eine Granate oder sowas reinwerfe oder die Wand kaputt geht. Der hat auch sogar 2 HP Damage gekriegt. Habe ich jetzt Mox wieder Nee. Hier sind andere Sachen kaputt gegangen, aber nicht das. Oh, das sind die Flammen. Ich könnte ihn slashen, aber ich will eigentlich nicht ihn slashen, glaube ich. Moment. Hier ist Feuer, ja? Dem Weg ist Feuer. Dem nicht. Dem schon. Dem ist da Feuer. Ah ja. Ups. The fuck. Probier das mal. Wir wollen ihn nicht slashen. Batz. The patrol has been liberated. May their lives not be lost in vain. We must push forward and complete our mission. Er müsste doch rauskommen in dem Moment, wo ich auf Hunde reinkomme, ne? In dem Moment müsste es wieder funktionieren. Jetzt glaube ich auch hier oben die Wand kaputt gegangen, ja. Jetzt kann ich ihn hier rausholen, sehr gut. Sehr schön. Jetzt kann ich ihn wieder benutzen. Die haben den schon gemeint deaktiviert hier. Dummerweise weiß ich ja schon, was jetzt in der Mission kommt, ne? Also ich hab's nicht vergessen, logischerweise. Ich glaube, wenn ich hier vorlaufe, ist es dann die Auslösung. Nö, noch nicht. Mir entgeht nichts. Noch nicht? Dachte. Im Deutschen ist die Stimme von Mox ein bisschen rauer, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt ist, ist sehr hoch. Oder auch nicht? Oder auch nicht? Jetzt funktioniert's. Naja, wenigstens das. This is no patrol. It's an army. Yes, one we do not have time to face. Everyone, get back! Das ist auch die reichlich dümmste Option, wenn ich weiß, mein das Ding hinten drauf explodiert, dass ich mich an den Container wende.
So, Chris steht einfach gechillt. Purifiers may be down, but unfortunately, that was our extraction point. I fear that is not the worst of it. Multiple biological signatures rapidly on approach to your position. Ja, das ist natürlich richtig scheiße. The sounds of combat excite them. They are drawn to it. And you just blew up a fuel truck? There was no other choice. Find an alternate exit. We will deal with the lost. Hold Position natürlich deutlich schwieriger als letztes Mal, wo ich so weit hinten war. Da habe ich mich ja hier hinstellen können, auf alles schießen, was irgendwie nah rankommt. Wo ist denn jetzt mein Mox hin? Der steht in der gleichen... steht in der gleichen Stelle einfach. Ah, oh, ich dachte gerade. Scanner Gebiet. GHTX operational. Yes. Steht einfach an der gleichen Stelle. Ja, gegen die Lost brauche ich eigentlich keine Deckung einnehmen. Das ist vollkommen irrelevant. Are you afraid? Oh, die sind aber schnell. Hallo. Guten Tag. Kuschelzeit? The shockwave of that explosion reverberated throughout most of the city. I would expect a significant reaction from the law. The only reaction I will accept from them is their deaths. Find us that exit. Glory is ours! Weg da! Chris räumt auf! Das umgebaute Auto geht ab. Schrotflinte ist auch super effektiv gegen die Dinger. Muss man mal so festhalten durch die Nähe, die die immer suchen. Ist das sehr, sehr effektiv, Schrotflinten zu benutzen. Oh, kann ich da hoch? Na, da nicht. Ups, nee, nicht Feuer. Overwatch. Warte mal auf die nächste Runde. Oh, hätte sie doch mal treffen können, ey. Das sind einfach nur laufende Zielscheiben. Karl. Franz Josef. Mein Freundchen, du musst treffen. Aha. Darf ich jetzt weitermachen? Der Schrotz ins Gesicht. Ja, das geht auch sehr gut, aber das ist noch ein bisschen weit weg für. Deswegen habe ich jetzt mit dem geschossen. Die Schrotze steht hier hinten gerade. Die hat uns gerade schon ordentlich viel geholfen. Aber müssen ja auch ein paar andere Leute mal zum Zug kommen hier. Das ist wörtlich zu nehmen, dass sie genau auf uns draufstehen. Wo schießt du hin, Franz Josef? Ich hab ihn genau wie sie hier. Oh, das zieht da hoch. Franz Josef. Herr von und zu Karl. A Swarm appears. Jetzt wird's bitter. Oh, what? Das ist aber ein offensichtlicher Spawn. Ja, da ist auch die Schrotze wieder die effektiveste Waffe davon. Oh, dann wohl. Ne, er trifft auch. Sind mal zwei weg. Ja, alle Reflexschüsse sind schon raus. Ah, da muss ich hin. Na gut. Ich bin mit Absicht nicht schon direkt da reingelaufen, ne, weil ich das ein bisschen Cheater finde, weil ich die Mission schon mal gespielt habe und das Layout immer gleich ist.
wär's gemein gewesen. Am einfachsten kannst du die bewegen, wa? Genau. Deswegen gehst du mal ein Stück nach vorne. Schießt auf den. Lädst nach. Und gehst auf Overwatch. Oh, ich glaube, ich hätte gar nicht Overwatch gehen können. Ich glaube, ich nochmal schießen können. Chris, 95. Ja, dann wähl ich mir den. Kann er vielleicht auch nochmal laufen vorher. Ich glaube, hat er keine Reichweite mehr. Ach, doch, 71 hat er immer noch. Ah, schade. 71 hat nicht getroffen. Aber das war mit einkalkuliert so ein bisschen. So ein bisschen mit einkalkuliert. Das war aus Versehen, aber ich glaube, das war Chris' Schuss. Der hat einfach mal drei von den Dingern gekillt, weil er das Auto schon explodieren gebracht hat. Awesome. Hau mal ab. Outrider and the first team should be waiting for you ahead. I know this wasn't the easiest stop, but I have to believe it'll still be worth it in the end. That depends on the Reapers. Aber das kennen wir ja schon. Let's try and play nice today, people. So, Advent's most brutal captain comes. Wir springen das mal, haben wir gestern alles schon. Wir werden ja von dem Assassin unterbrochen. Genau, der Assassin. Die erzeugte kein Overwatch. Also die trippt kein Overwatch, besser gesagt. Die korrekte Option. Gehen wir mal direkt in Shadow hier rein. Na, ich will die irgendwie nicht da dran stellen. Das ist. Hört sich falsch an. Guck in meine Liste rein. Ich glaube nicht. Ich habe die Liste extra zusammengestellt von den Mods, die ich aktuell komplett aktiv habe. Da sind alle drin. Wirklich alle, die ich habe. Die bei mir drin sind jetzt. Deswegen. Bin mir nicht sicher. Musste selber durchgucken. Ich bin Schwert aber dafür im Midgame auf jeden Fall sehr, sehr stark generell. Ja, die gleiche Distanz, nicht ganz. Shotguns können einen Ticken weiter schießen. Aber das Shotguns besser als Schwerter. Das ist vielleicht einfach so. Das muss ich da einfach mal sagen. Da ist sie doch. Ja, can end the Overwatch upon ending their turn. The chosen does not trigger Overwatch or reaction fire. Easy to target from high ground. Der hat eine andere Weakness bekommen. Letztes Mal war es aus der Nähe, diesmal ist es von oben. Das ist natürlich viel einfacher. Gerade auf der Mission jetzt. Und nimmt mehr Damage von Reapern. Then I will end this quick. My waifu. Warum keine Newton? Mod send Newtons, please. Aber das heißt natürlich, dass ich dich hier eher oben haben will. I'm on the move. Ja. High ground und so. Und wen schicke ich jetzt mal suchen? Schicke ich Mox suchen. As you command. Niemand hier. Nudos. Also in Nudos nicht drinnen. Tja, was?
Was ist jetzt nicht drin, Xan? Du verwirrst mich immer, wenn du so durcheinander redest. Du musst in Sätzen reden, die auch das Subjekt beinhalten und nicht bloß ein Personalpronomen des Subjekts. Ah, da ist es doch. Revealed. Geben erstmal. Achso, Nudel ist nicht drin. Ja, das Emote, ja, das kann sein. Dammit. Ah doch, 95. Ja, gib ihm. Adversary Reaper, muss eigentlich doppelt weakness, ist ja auch High Ground und so. Ha! Not revealed. I had not expected this conflict to be so exhilarating. You surprise me, XCOM. Still, the Elder's will is that none survive this day. I cannot. Das waren zwei Angriffe, die ich gerade besiegt habe. Das ist easy. The sonic dispersal waves emitting from that pod are crisscrossing a massive area. Meaning that thing just rang the dinner bell for every remaining lost in the city. An accurate assessment. Was ist denn Nudas für ein Emote? Muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Franker Faces? Ups. Emotes. Public Library. Nudas. Gibt's nicht. Dann ist es wahrscheinlich ein BTTV-Emote. Pop Emotes. Kann ich irgendwo searchen? Shared Emotes. Global. Shared Emotes? Hier. Nudas. Kittencat Nudel Nudas. Das lädt bei mir nicht. Das Bild lädt bei mir nicht. Ach doch, Moment. What? Was hatte das Bild zu... Wo? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe beide Nudos-Varianten nicht. Es ist einfach eine Poggers-Version von... Also eine Poggers-Variante. Kannst auch Poggers nehmen. Aber Nude-Mod gibt es hier nicht. So. Was ist meine Aufgabe? Move all units to Extraction Zone. Ach so, ja genau. Ich muss hier durch die halbe Stadt laufen. Ich vergaß. Schon unterwegs. Also so wie du es geschrieben hast, gibt's das bei BTTV, aber das ergibt wenig Sinn für mich, das zu verwenden. Das ist ein mega süßes Emote. Von wem ist das denn? DJ Taki? Oder ist das... Ist das von irgendeiner Serie oder sowas? Das kenne ich noch nicht. Das ist ja knuffig. Das ist komplett knuffig. So, jetzt müssen wir hier durch die Lost durch. Mann, sind wir lost. Oh! Franzose hat sogar getroffen jetzt, wo ich ihn ermahnt habe. Mox dafür? Nee. John auch nicht. John? Wir müssen doch auch nochmal reden hier miteinander. Initial analysis of these creatures' movement patterns reveals an almost coordinated attack strategy. Perhaps they are not the mindless automatons they initially appeared to be. They initially appeared to be. Also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn Schwerter abfallen, weil die Klasse, die Schwerter trägt, ist ja auch die Klasse, die sowieso auch die Shotguns hat. Ne, von einem kleinen Streamer. Oh, die sind süß. Die sind echt süß. Die sind so süß, da fange ich mit Babysprache an. So süß sind die. Moment, ich sehe den doch schon hier oben. Hä? Ich meinte Nodders. Ups. Upsi. Der ist ja auch fast das gleiche. In 2 Minuten sind alle Mods fertig installiert.
herzlichen Glückwunsch. Das ist, dass du dann, du hast wahrscheinlich so viel Zeit wie ich heute investiert ungefähr. Bin ein typischer Krieger, alles was sich bewegt, ist OP. Stimmt. Stimmt, das kommt ungefähr hin. Moment, ach nee, du darfst noch laufen, die Runde. Das kann ich machen. Da musst du nur mal, also ja, Franz Josef halt die Reaktionsschüsse übernehmen. Hast halt keine geschicke Skill, ne? Deine Soldaten. Hey, nicht alle, ja? Nicht alle. Okay, ich jetzt auch gerade. Schieß einfach eine Wand kaputt. Aber manche treffen ja sogar. Da. Franz Josef trifft. Das ist halt so ein richtiger österreichischer Scharfschütze. Ich sehe doch schon an den nächsten stehen. Was soll denn das? Einmal nachladen bitte, Freund Madame. Einmal nachladen bitte. Donus halt OP, wie in Dodo. Golf wird in einem anderen. Moment, in Golf wird ist er nicht OP. In Golf habe ich ihn diese Woche einmal geschlagen. Auf einer Map zumindest. Weil es nämlich dann um Geschick geht in Golf wird. Jump and Run und so, ist er nicht mehr so gut. Da waren andere besser. Also da habe ich ihn auch nicht geschlagen. Da war ich deutlich besser als er, aber da war Andra auch noch deutlich besser als ich. So rum. Das ist die Aussage, die ich tun wollte. Oh, da ist ja noch einer. Guten Tag. Natürlich. Nee, am Donnerstag. Ach. San, innerhalb der letzten 7 Tage. Kommen jetzt noch mehr aus dem Haus? Ach Mann. John, das. Wir müssen wirklich mal uns hinsetzen und miteinander reden. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass du alles verfehlst. Da kommt ein ganzer Haufen angerannt. Bring dir doch nichts. Ich fühle mich damit wohler. Außerdem ist es für mich logischer, dass man immer versucht, von Cover zu Cover zu gehen. Aua. Hey. I did not exist when this city stood whole. Still, I feel revulsion at what happened to the also vom dass der Squad insgesamt trotzdem versucht, ein bisschen sich Deckung zu suchen. Wobei sie gar nicht sonderlich doll in Deckung stehen. Es steht genau einer gerade in Deckung. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ach ne, 2. Entschuldigung. 2 von 6 stehen in Deckung. Also ist schon nur so Halbdeckung. So, nur mal gucken, ob Jean noch was trifft, wenn er mal. Das ist ein 79. Das ist ja jetzt schon nicht mehr so gut. Okay, den trifft es dann sogar mal. Das sind fast 50%. Ja. Yeah. Genau. Moment, das war ja einer, der hat 4. Das ist ja blöd. Mach mal weg hier. Ich würde sagen, was ziehst du denn jetzt hin? Ziehst du ihm auf die Füße mit der Umfeld oder was? Wie viele waren das jetzt? Waffe leer und weiter geht's. Scanne-Gebiet. 91, ja. Gib ihm. Batz, weg damit. Aber es sind, dass ich da auf Cover gehen spielen würde, explizit zu sagen, finde ich ein bisschen übertrieben, Xan. Das meinte ich damit. Los geht's. Gut, ich ja vorhin die Tür weggeschossen habe. Quatsch, die Wand. Dann kann ich ja einfach durchlaufen. Wieso sehe ich eigentlich hier durch die Wand die Gegner immer, dass hier noch welche stehen? Das hilft natürlich sehr.
Reload. Okay, spawnt da jede Runde einen Schwarm da drüben oder was? Muss ich irgendwann mal durchsprinten. Oder hoffen, dass ich eine Runde habe, wo einfach alle direkt sterben im Anmarsch. Warum? Chris muss immerhin Retter spielen. X-Ray Mod aktiv. Ja, das fühlt sich ein bisschen so an. Ah, jetzt kommt doch mal gelaufen, die drei da. Oh, können die schon zuschlagen? Sind die nah genug dran zum Zuhauen? There will come a day when my people take back this place for our own. If they are all like you, that is a likely possibility. Vielleicht oder nicht der, der ganz hinten steht, die meisten Sachen wegschießen. Sondern nehmen vielleicht mal die... Oh, die Schrotflinte ist leer. Schrotflinten. Man, Chris. Kann er mal was machen? Jetzt musst du mir ein bisschen aufräumen. Ich wollte gerade sagen, triffst du nicht, oder was? Da hat jemand einen Lag, ey. Lag im Sterben. Hab's ja verstanden. Darf ich jetzt wieder? Danke? Nein? Doch? Vielleicht? Bin ich wieder stuck. Danke. Schwupps. Okay. Wieso geht plötzlich die Tür hier auf? Da bin ich ja vorher schon durchgelaufen. Magic Mox, ey. Läuft durch Türen, ohne sie zu öffnen. Klingt machbar. Scanne Gebiet. Ah, sehr gut. Detecting additional lost converging near the evacuation coordinates. I advise caution. It would seem the lost are on to our strategy. It is the Elder's will that this alliance fall. It will take more than mere lust for that to happen. Fertig. Alle im Ausgang. The entire swarm converges upon us. Nein, Mox, pass auf, hinter dir. Outrider to Avenger, where the hell's our exit? Das gucken wir uns nochmal an. Da waren wir ja relativ dann am Ende. Sind wir heute ein bisschen schneller hingekommen. Haben wir nicht 3 Stunden gebraucht, sondern nur 1,5. Bisschen mehr. Gut erzogen, macht Türen hinter sich zu. Er hat sie gar nicht aufgemacht, ja. Aber eines verstehe ich an Zwischensequenzen nicht, ja. Die Skirmisher haben ganz am Anfang, in die Sequenz haben wir jetzt geskippt, haben ganz am Anfang diesen Assassin sogar gesehen und sie angegriffen, wo es noch unsichtbar war. Aber hier hat sie ihn jetzt direkt angeguckt und sieht nicht, dass der Assassin kommt und reagiert auch nicht drauf. Wenn sie ihm wirklich hätte helfen wollen, sie ist bestimmt ein Doppelagent. Sie tut nur so, als würde sie dem helfen. No easy task, but we managed to get the Reapers and the Skirmishers to cooperate for once. That in itself is an accomplishment. Most Cohesion. Franz Josef und Elena Outrider Dragunov. But our people fight for the same reason, for the world we once knew. Together we will end this occupation or die trying. The Resistance factions take a more flexible approach to training than traditional soldiers, and can often learn multiple new abilities with each promotion. They will adapt to follow your choices, Commander. Plus Damage. Da krieg ich die großen Dinger besser gefinished. So, du kriegst Phantom. When the squad is revealed, the soldier remains concealed. Hier, Blade Master, Blade Master, Blade Master. Das ist so stark im Midgame. Und Sono, du bist Techniker geworden. Ich glaube, das war das letzte Mal auch.
Revival Protocol. Send the Gremlin to an ally to remove any negative mental status effect, disorient, stunned, panicked or unconscious. Haywire Protocol. You may target robotic or mechanical enemies with your Gremlin, attempting to hack them and seize control. Das Haywire Protocol bringt mir, glaube ich, selten was, weil die Hackfähigkeit selten hoch genug ist, dass das wirklich eine Chance hat auf Erfolg. In meinen vergangenen Erfahrungen. Und das ist was gegen disorientiert, stunned, panicked oder bewusstlos. Bewusstlos wieder zurückzukriegen ist halt schon stark. Und du bist Scharfschütze geworden, Jean. Hey, war ja OP. Ich hatte immer das Problem, dass meine Hackfähigkeit nicht hoch genug war. Aber Jean, du bist Scharfschütze, wo du gerade nichts getroffen hast. Oder sehr, sehr wenig zumindest. Sehr gut. Das Spiel versteht Ironie, glaube ich.